So, willkommen zurück im Monsterbad. In diesem Part haben wir jetzt die ersten Legenden töten, und zwar die drei Riggies. Dazu habe ich mich erkundigt, wohin wir sind. Erstmal müssen wir fliegen. Und zwar fliegen wir mal nach Bloodbook City. Von da aus müssen wir Sarah finden. Erstmal Schwester testen. Moment, kann ich noch beobachten? Doch, kann ich verzichten, ehrlich gesagt. Tschüss. Schatz, bitte. Wo ist mein Schatz? Hallo, Schatz? Hallo, Schatz? Hallo? Hallo. Ja. Und ausweichen. Ich bin los auf. Das Trainer einiges können. Ja, wir sind eigentlich schon ziemlich nah da, wo wir sein müssen. Moment, wo ist jetzt die Höhle? Ja. Hier schon? Ich glaube hier hinter. Oder? Das ist ein Trainer. Aha, da ist es ja. Wie komme ich da rein? Okay, das wird glaube ich doch erstmal noch nichts. Wir haben gerade erst erfahren, dass man noch so eine Art Siegelkammer betreten mussten. Da muss man einen Wailord und einen, wie ist das noch hier nochmal, Relikant im Team haben. Und das ist ziemlich selten und das mache ich lieber später. Würde ich sagen, konnten wir noch hier einmal ein bisschen die Gegend. Ach, nein, nicht hier einen Scan jetzt. So. Also. Nee, Moment, erstmal müssen wir hier nochmal lang. Da war noch ein Uhu, meine ich. Das können wir nochmal erkunden. Da gibt es auch ein Item, meine ich. Gucken wir mal. Ich sag mir schon ziemlich nichts. So. Einmal rüber hier. Gucken wir mal. Vorbei. Ja. Ein Protein. Sehr schön. Jetzt ein kleiner Ort namens Pisthafen. Ja, da war ich schon lange. Ein Weg wohl. 25, oh mein Gott, ich hab Angst. Ich zittere vor Angst. Ein Schlitzer. Gut weg. Ein Volltreffer. Mit Treppchen hin. Und ein Goldini. Okay. Ja, wie gesagt, die ganzen Legenden machen wir dann, würde ich sagen, abgesandt. Nein, nein, einfach nein. Nö, nicht abgesandt. Abschluss abgesandt. Was soll ich sagen, ja genau, die Legenden machen wir dann nach dem Training für die Top 4. Den Top 4, dann. Ja, dann war's das. Also machen wir jetzt noch die Reste, die wir noch machen können hier. Dann geht's schon ab zur Siegestraße, würde ich sagen. Thank you.
versuchen wir es mal, uns rumzuschleichen. Dann komme ich hier so rum. Irgendwas ist da oben, hier oben war es irgendwo. Ah! Die müssen mir, ich vergesse alle meine Probleme, wenn ich schwimme. Ach, dass du fett bist. Ja, sehr fett bist du. Das ist so, der versteht. Ein Volltreffer. Ein Treppchen, oh mein Gott. Wenn ich verliere, bin ich total gestresst. Ich glaube, kennst du meine Freunde? Komm wieder los. Lass aber wieder was machen. Das, ja schon. Ich sage, kann ich noch hoch schweben? Nee, ne? Kann ich an dem, mein Knirscher. Ach, ist ja scheißegal, ich stelle sie. Ah, was mach ich denn? Ich mein, hab ich jetzt. Hab ich jetzt keiner angegriffen? Wenn ich. Hab ich keiner angegriffen, oder? Ich dachte schon, ich hab meinen Teamkoran Angriff. Du machst das. Nicht nur neugierig, sondern auch stark. Oh, du bist ja gar nicht mit Mama. Jesus. Ja. So, da kommen wir auch durch. Okay. Kurz mal zur Seite. Moment, kann ich da tauchen? Nee. Nebenan. Ah Gott. Wenn wir jetzt die fahren, nehmen wir Matrosen immer unser Pokémon mit. Wir wären erst mit einem schnellen Kampf. Na gut, dann mach schnell. Ich hab noch was zu tun. Mit dem Ups. Okay. Dann machst du mal. Kaputt. Den Waschlock, okay. Das ist doch kein Problem. Und wie so blöd. Du bist gleich tot. Hier hoch kannst du ja nicht so. Sehr viel tief. Oh, okay. Jetzt habe ich aber gesoffen. So, dann tauchen wir unter hier. Guck mal, was da sich verbirgt.
ich hier hin? Vielleicht hätten wir vielleicht bei schon gebaut, aber egal. Aber die haben wir eigentlich nicht gebaut, aber ist egal. Ist egal, was ich sage. Da bin ich zu. Solche Angst. Wurde vertilgt. Du hast mir die Luft rausgelassen. Diese böse Bedienung auch hier nicht. Mord und so ist ja noch okay, aber Luftlosen reifen lassen. Boah, das geht gar nicht. Ich denke ungefühlt, das wird bei Trainern sehr geschützt. Ich kann nicht gut schwimmen, aber ich kämpfe. Kämpfe mit der Spitze, Mann. Du heißt Hauke, der Typ. Oh Gott. Der arme Kerl. Los, Kanne und TK. Knischer und Stecker. Rill ist tot. Was an dir erstrahlt hell. Ups, das ging ja nie. Lass mich durch, ich bin Arzt. So. Da war schon mal nix. War ich hier schon? Moment, ich komm doch mal da. Okay, ich weiß wieder was. Alles klar. Schiff im Auftrag von Captain Break. Er hat mich auch beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe noch nicht gefunden. Wo könnte der bloß sein? Oh, ein L-Schlüssel. Wo könnte der bloß sein? Dafür den Keller oder finden wir den Grund? Kann ich hier durchfahren? Nee. So, lass mich durch. Bitte abtauchen. Verschlossen.
Wasserstein. Moment. Scheiß auf den Brief. Scheiß auf Truppen. Ne, da ist Curry drauf, das kann ich wegschmeißen. Protein. Angriff heben. Wie kann ich. Könnt ihr den Angriff vertragen? Keiner. Da oben rechts. K1 Schüsse, sehr schön. Vielleicht mal eintesten. Da ist ein Item. Kaffeeschüsse. Okay. Was ist denn hier rein? Ne, nix. Da liegt nichts sonst. Luxusball. Aha. Leer. Ich krieg gleich ins Rum. Sehr, sehr gut. Da komme ich durch. Gleich haben wir es jetzt als Lösung. Aha. Scanner gefunden. Sehr schön. Wirst du dir bitte für mich zu Captain bringen? Das wäre nett. Ich möchte das Schiff noch weiter untersuchen. Na gut. Ich bin auf der Route hier war und nächstes Mal können wir von hier abhauen. Ich werde es mal ernsthaft. Ich bin auf der Oberfläche. Thank you.
mich als Titaner an den Taten dran. So habe ich mich entschlossen, um dem Bau der Fähre zu helfen. Eigentlich sehen wir so aus, als würde die Fähre viel mehr sicherer fördern können. Weißt du, Bumba, das ist wirklich eine besondere Persönlichkeit. Seit der schlimmsten und meiner Erfahrung auf der See, wenn wir ein ganz besonderes Schiff bauen. Ei! Okay, wo ist der Break? Break, 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 bist du? Was ist hier etwa? Ist ja auch okay. Break, bist du? Nee, hier ist er nicht. Hallo? Was du denn? Ah, magst du vielleicht Pokémon? Ich habe einen Vertrag und einen Fernsehsender. Ich sammle aktuelle Geschichten von Pokémon und ihren Trainern. Hast du Lust? Nein. Oh, verstehe schon. Wo ist Captain Brick? Captain Brick, bist du schön? Da irgendwo. Was ist das, Captain Brick? Ah, da ist es. Oh, beim das Item der Super. Ist das der Scanner? Der würde uns sicher bei unserer Forschung helfen. Aber wirst du ihn gegen etwas anderes eintauschen? Beispiel gegen ein Abyss-Zahn oder eine Abyss-Platte? Moment, ich will mal ganz kurz nachschauen, was der Unterschied ist. Moment. Okay, das Item bringt nur was, wenn man ein Halo hat, also ist das egal. Mal Abyss-Platte. Will sie Abyss-Platte dafür haben? Ah, dankeschön. Danke, weil das wird unsere Forschung weiterbringen. Okay. Ich hab gern geholfen. So. Dann fliegen wir mal nach Flossenbrunn. Das haben wir auch noch hier kurz. Ganz kurz im Training, um mich da kurz zu heilen, sonst habe ich hier nichts gemacht. Dann schauen wir uns hier nochmal kurz um. Und dann würde ich sagen, haben wir auch schon hier alles erledigt. Dann wird im nächsten Part die Siegestraße angegangen. Na du? Schau mal, ist das nicht hübsch? Die Häuser stehen auf dem Wasser. Ich wurde hier geboren. Ich werde hier noch geboren, ja genau. Der Himmelturm? Ach du meinst bestimmt diesen hohen, hohen Turm, der sich hier in der Nähe befindet, oder? Also wenn du mich fragst, ich würde niemals dahin hochgehen, da hätte ich viel zu viel Angst, weil es im Buch ist. Auf der Höhe des Meerspiegels ist ein Flussmann, das ist mein Ding. Okay. In der Höhlenregion gibt es drei Pokémon, die Stärke von Gestein, Eis und Stahl repräsentieren. Man sagt, sie verstecken sich in Höhlen vor der Augen von der Menschen. Diese Geschichte wurde mir als Kind erzählt. Ja genau, die wollte ich eigentlich fangen. Wird erst nix. Sechs Punkte öffnen drei Türen. Mein Großvater sagt das immer, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Da gucken. Na du. Menschen sagen, sie hätten ein Pokémon über Höhlen fliegen sehen. Fliegt es die ganze Zeit über herum? Muss es sich nicht ausruhen? Ich bin's Pokémon. Woher kommst du? Ja. Jahrstadt? Davon habe ich noch nie gehört. Moment. Woher kommst du? Nein. Nein? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Du musst doch von irgendwo herkommen. Oh, warte. Willst du nicht behaupten? Wer ist in den Tiefen des Meeres geboren? Nichts. Ich bin die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs. Ich bin der kleine Bruder des Vorsitzenden. Ich genieße hier die Ferien mit meinen Pokémon. Ja, das tue ich. Oh, dein Pokémon. Das mag ich offensichtlich sehr. Ein derart liebevolles, wunderbares Pokémon verdient ein TM wie diese. Ist das okay? Okay. Das darf mal... Nicht den schon nächsten Team.
oder? Anders? Ich muss mal kurz die Werte angucken. Also ich würde sagen, kein Bordo-Rückkehr. Anstatt schon Schlitzer. Ja, jetzt möchte ich Bordo geben. Stille vorne, Schlitzer. Ja. Sepa an. Sepa hat mich gestern gefangen, um meinen Geburtstag zu feiern. Oh, ich sehe dir an. Nasenblitze an, dass du es gelernt hast, aber es ist unbezahlbar. Aber ich bin bereit, es gegen ein Kind vorzutauschen. Aber ja nicht. Du willst also nicht mit mir tauschen. Macht nix, ich bin gar nicht so wild aus einem Tausch. Oh nein, finde ich. Oh. Hast du schon wieder verschiedene Pokémon getroffen? Ich wäre wie du. Okay. Komisches Deutsch. Ich bin jetzt schon fast von Redford City finden sich reißende Strömung. Wenn du dort Surf einsetzt, kann es sein, dass du fortgetrieben wirst. Ja, das werden wir aber erst nach der Siegstraße uns angucken. Weil wir da eh hin müssen. Wunder Island! Die Insel ist sichtbar oder nicht sichtbar. Ich sag verwirrt ab, das Fatamorgana möglich macht oder nicht. Okay. Verschwindet die Insel tatsächlich manchmal? Wer weiß. Ich könnte Wunder Island heute nicht sehen. Ich auch nicht. So, ich hab alles gekonnt. Dann würde ich sagen. Fliegen wir nach Busbach, ja. Von Busbach aus fliegen wir jetzt hier hin. Schwimmen wir dann nicht. Ach. Mein Deutsch ist nicht so gut. So. Dann schwimmen wir noch schnell hin. Bis zum nächsten Ort. Besser darf ich schon sagen. Werden wir dann die Siegestraße machen. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss.